Ein Streit unter Asylbewerbern in der Notunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Burbacher Siegerland-Kaserne hat am späten Freitagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Bei einer Auseinandersetzung zwischen 2 bis 3 Menschen ist es gegen 23.15 Uhr zu Handgreiflichkeiten gekommen. Ein Sicherheitsmann des Wohnheims ist dabei leicht verletzt worden. Für die alarmierte Polizei war die Lage zunächst unklar. Mehrere unbeteiligte Personen waren dazugekommen, als die Kontrahenten sich auch körperlich angriffen. Nun standen sich 2 größere Gruppen gegenüber und der Streit in der Notunterkunft drohte zu eskalieren. Mit Unterstützung von mehreren Beamten der umliegenden Behörden aus Olpe, Gummersbach und dem Hochsauerlandkreis trennte die Polizei Siegen-Wittgenstein die Asylbewerber voneinander. Ausgestattet mit Helmen und Schutzschilden umstellten die Polizisten das Gebäude. Später erfolgte dann der Zugriff. Auch Polizeihunde kamen zum Einsatz. 2 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Sie werden im Laufe des Tages jedoch wieder nach Burbach gebracht. Gegen 1.15 Uhr war der Großeinsatz der Polizei beendet.